Meine lieben HSV-Fans und Anhänger des geilsten Vereins dieses Planeten. Ja, jetzt in den letzten Minuten hat es sich endlich ergeben. Mein Wunschkandidat Marcel Janssen, ehemaliger HSV-Profispieler, ist jetzt neuer Präsident des Hamburger Sportvereins. Jürgen Hunke, der andere Kandidat, ist noch kurz vor den ganzen Wahlen, ist er nochmal zurückgetreten, hat gesagt, oh, nee, doch nicht. Und somit hat Marcel Janssen sich gegen Dr. Ralf Hartmann durchsetzen können und hat jetzt halt eben dieses wirklich wichtige, immens wichtige Amt inne. Und ich hoffe inständig, dass er alles das bewegen und umsetzen kann, was sich Marcel auch vorgenommen hat, was er auch vorgetragen hat übrigens in der edeloptics.de Arena in Wilhelmsburg. Und ich hoffe inständig, dass er mit dem HSV in seinem Amt jetzt als HSV-Präsident in der nächsten Zeit halt eben genau diese Stellschrauben bewegen kann, die er auch bewegen möchte und die den Verein nach vorne bringen. Das Potenzial hat der Bengel auf jeden Fall als Jungunternehmer oder junger Unternehmer, so nicht Jungunternehmer, sondern junger Unternehmer mit seinen 33 Jahren, ist er auf jeden Fall voll im Saft. Als ehemaliger Fußballprofi von dem HSV weiß er auch, wovon er redet, wenn er sagt, er will den HSV e.V. mit der HSV Fußball AG im Endeffekt ein bisschen dichter aneinander bringen. Und ich glaube, genau der richtige Mann hat jetzt diese Position inne. Und ich drücke ihm auf jeden Fall nur die Daumen komplett. Und ja, ich kann nur sagen, absolut geil. Marcel for President. In diesem Sinne nur der HSV. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende.